Oh, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Breakpoint. Letzte Folge war kacki. Zumindest diese Mission war scheiße bisher. Na, probieren wir es nochmal. Sure you want to destroy the schematics? There is some good that could come from your invention. I'm too afraid what Sentinel can do. We need to get to the Red Weasel outpost. Got it. Alter, nicht aufs Handy schauen, während ich fliegen tue. Gefährlich, immer. All das sind hier viele Leute. Alter, ich bin wieder fast tot. Alter, was ist denn das? Da bleib du hier. Mach. Das sind diese Huren-Scharfschützen sind es. Das ist ja Wahnsinn, was die für einen Schaden machen. Missgeburt. Jetzt ist die Waffe leer. Ich raste jetzt gleich aus. Dass ich die ganze Zeit gezwungen bin, bei der alten auch noch zu bleiben, ne? Sally, das kannst du dir nicht ausdenken, ja?
Das ist jetzt schon das zweite Nebensziel, was ich getötet oder zerstört habe, was eine Mission zum Scheitern gebracht hat. Während ich diese Aufgabe hier machen tue. Sag mal, wen willst du hier eigentlich ficken? Die Schlampe geht mir jetzt auf den Sack. Ich raste aus. Komm mit. Ich weiß gar nicht, was die Aldi überhaupt mitkommen will. Die ist ja so fehl am Platz, ist die. Ich weiß nicht, was die Scheiße soll. Diese Teile, was ich gerade mit der Kugel gekitzelt habe, mit einem Schuss, ist kaputt gegangen. Aber gerade eben, als ich mit dem Helikopter runtergeschossen habe, mit Raketen, sind sie nicht kaputt gegangen. Das kannst du dir nicht ausdenken. To do next. Your life isn't over. Back to Air One. You have a drone jacking virus to build. Ach, und jetzt darf ich die feine Dame natürlich noch nach Arrow One bringen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Okay, also hier haben wir auf jeden Fall alles erledigt, ja? Wir haben hier 100%, jawohl. Dann müssen wir jetzt die gute Dame halt wirklich bis nach Erewhon fliegen, ne? Das ist doch unfassbar. Das kannst du dir nicht ausdenken. Da wird sich der Chase aber bestimmt freuen. Achso, warte mal. Haben wir vielleicht eine bessere Primary jetzt, die präziser auch ist? Also erstmal mal hier wieder ein Präzisionsschützengewehr mit mehr Munition. Das sind wieder 15 Schuss im Mech, was auch sexy ist. Schalldämpfer. Atiapal. Der Cripboard machen wir hier wieder drauf. Okay, das ist schon mal gut. Das ist die Schrotflinte, hier haben wir die A2. Scorpion ist zwar cool, aber auf Distanz scheißt die gnadenlos rein, das ist ja klar, ne? Bin ich überraschend. So. Mal einen kleineren Helikopter, mit dem sind wir natürlich dann auch schneller unterwegs.
ist aber auch hier wirklich ein richtig fettes Gebirge, ne? Das zieht sich hier richtig durch. Okay, wir sind sofort hier. Trophäe erhalten. Gratis Grundbesitz. Entdecken Sie 50 verschiedene Biwaks. Ja, die habe ich jetzt extra mal alle abgeflogen, falls wir dann mal irgendwo hier in die Region hin müssen. Wie hier jetzt zum Beispiel. Dann können wir halt direkt bei den Biwaks spawnen, ne? Schillreisen und dann halt durchziehen. Oh, das wäre erledigt. Hey. Glad to see you in one piece. More or less. Why didn't you tell me what you were doing for David? Man, I don't know. I didn't want to say anything if we didn't get any results. Yeah. Well, thank you. Of course. I mean, he's my friend. Look, things have been kind of intense for me. I'm not used to someone saving my life so often. Es ist meine Pflicht zu helfen, wo ich kann. Das hört sich so verpflichtend an. Ich habe das auch getan, weil wir ein guter Mensch sind und das für uns selbstverständlich ist. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, das war mir ein Vergnügen. It was an intense few days, huh? It's not how I'm used to spending my time. See you around. Definitely. Ja, moin, wir haben gar nicht das ausgesprochen, was da stand. Okay, let's fix the mess I started. How far are you? Basically. The architecture, it's giving me trouble. You are hopeless without me. Die scheinen aber schon gute Freunde zu sein, ne? Wenn er schon sagt, dass auch ihr Mann jetzt so einer seiner besten Freunde ist und so. Und man sieht es auch hier, wie sie miteinander umgehen. Die sind schon gute Freunde gewesen, ne? Und jetzt wieder anscheinend. Na, zumindest konnten wir das regeln. Das ist auch immerhin schon mal eine schöne Sache. Damit haben wir schon mal eine der Komponente, Paula jetzt in dem Fall, wo uns einen Schritt näher bringt, das Drohnenproblem zu lösen. Ich denke, das kann man so sagen, ja. Dann müssen wir überlegen. Wir werden jetzt wahrscheinlich dann das nächstes, diesen nächsten großen Strang angehen. Mal gucken, was dann der Chase noch von uns will. Das waren noch zwei andere Dinge. So. Ah, die KI und das Hintertürprogramm. Dann machen wir jetzt das mit der KI. Gucken, was wir da machen können. Tell me about this AI.
To take control of a sector of drones, we need this AI to hijack the drone control program. The AI is the centerpiece of our campus on Darkwood Island. The campus is built overlooking St. Patrick Lake. And do you know what kind of sentinel presence is on that island? It's bad. Lots of soldiers. Lots of surveillance. All right. So how do I get my hands on the AI? Find Christina Cromwell. When Grace Maddox, our lead computer scientist, got a little controversial, Cromwell took over the AI department. Maddox is brilliant, but Cromwell will know the AI inside and out. If we're lucky, she'll know how to get it. Okay, Cromwell. You know what we should have done? Instead of living in this cave? Rolled over. Mads, Fox got some video footage from inside Skelltech. Who's sending him videos? He's cagey about that, but the footage was of Trace Stone and his captains. He ordered them to come after the Homesteaders. You're nothing but good news, ain't you? What have we ever done to Stone and his goons? Remember how I asked you to lend a hand? I was serious about that. Seems more important than ever. Come by often, always work to be done. I ain't a rich man, but I'll give you gear for your troubles. I will. Don't worry. Na, jetzt haben wir quasi seine Fraktionsaufträge aufgeschalten, oder? Ich muss doch mal mit ihnen reden, oder was? We have a situation, Nomad. Sentinel put up roadblocks around their area of operations. We've got friendlies stuck on the other side. All right. Keeping separated might keep your people safe. I've seen this before. You squeeze people till they're so desperate they do something stupid. Then you have every excuse to wipe them out. Yeah. The Sentinel, it's best to expect the worst. I have a feeling in my gut that this is the beginning of something that could end everything I care for. For what it's worth, I have great respect for your gut. The farmers caught out there. They have medicine, insulin that some folks out here depend on to stay above ground. So it's not just people we need to get supplies into. Before the radio cut, the driver, Kyle, Maria's brother, was talking about trying to run the blockade. The boy's just a farmer. I'll take care of it, Mads. So viel Zeug, Alter. Ich würde jetzt mal noch ein paar Aufsätze kaufen. Take your time. Gerade hier so die Casual-Visiere, die werde ich jetzt mal alle freischalten. Hier auch diese ganzen Griffe. Magazinerweiterungen, Unterlaufgranatenwerfer. Was ist an diesen Schalldämpfern anders, dass sie so teuer aus sind? Das ist nur das Aussehen, oder? Ich kaufe jetzt mal so einen. Was zeigt mal her? Wait, so. Jetzt haben wir hier auch ein weiteres Magazin. Meister der Aufsätze, finden Sie 30 Aufsätze und rüsten Sie einen davon beim Gunsmith aus. Ja, wieder eine Trophäe, nice. Granatenwerfer, also das wäre eigentlich eine gute Sache, ne? Ich glaube, den mache ich mir wirklich hin, wenn so gepanzerte, fahrende Drohnen wiederkommen.
Es ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, dass wir da so einen Unterlaufgranatenwerfer haben. Ja, aber dafür habe ich jetzt halt auch ordentlich wieder Kohle ausgegeben, ne? Ach, das sind wieder diese Ganzkörper-Outfits. Naja, das will ich nicht. Also, wo müssen wir jetzt genau hin? Den Scale Foundation Campus finden. Lake Catherine, Alter, das ist halt wirklich da drüben auf der anderen Seite. Are you fucking kidding me? Okay. Hab ich schon wieder andere Schuhe an? Was soll der Scheiß blöd? Halt, warte mal. Ich bin ganz ehrlich, der Scharfschütze hat mich jetzt nicht so überzeugt. Sagen wir so, ja. Stattdessen probiere ich jetzt, glaube ich, mal die Sturmsoldaten aus. Gehen wir mal mit denen. Das ist auch wieder ein Behemoth-Verteidigungsgebiet. Also der Behemoth ist hier oben. Problem ist, ich bezweifle, dass ich die Waffen dafür habe, um den wieder zu erledigen.
Ich hätte ein paar Panzerfäuste, eventuell hätte ich halt noch den Granatenwerfer. Ah, so macht man den, okay. Aber wie willst du so einen Behemoth richtig zerstören? Im Nahkampf zerfetzt er dich. Da wird er dich gnadenlos erledigen. Okay, 220, ich verpiss mich. Das ist zu krass. Da werden wir wirklich gefickt. Hey. I could really use your help finding this place. Thanks. Appreciate it. Och, ist es dein Ernst? Jetzt kommt der Azrael. Dicker, der kleine Baumstamm, Alter, willst du mich verarschen? Ist ja lächerlich. Das ist doch jetzt schon wieder komplett lächerlich. Bis alle schon wieder direkt alarmiert sind. Diese verhurten Drohnen gehen mir halt auch wirklich so auf die Nisse. Genauso wie mein Stickdrift, der geht mir auf die Nisse. Das Gute ist jetzt, ich halte auf jeden Fall mehr aus mit den Sturmsoldaten. Scheiße, sind es viele.
Boom. Legendary Drop. Ärgerlich ist eigentlich das hier oben, dass ich jetzt den Looter nicht kriege, weil die Drohne halt genau da drauf gelandet ist. They hit us! They hit us! Aber trotz allem würde ich sagen, haben wir das Teil hier gut auseinandergenommen, oder? Der Helikopter sieht auch geil aus. Smart oder smart? Smart. Ich glaube, ich bin eine Pumpgun gewesen, ne? Ja. Jeez. So, da fliegen wir jetzt erstmal durch bis zu dieser Insel hier rüber. Aber mit 50.000 Orte, Alter. Ich glaube, ich werde erstmal hier hinfliegen, das da einsammeln, dann das hier und dann, ja, halt zum Ziel langsam, aber sicher. Oh mein Gott.
Gefahrenzone 180. Hat die Insel gekokst? Hallo? Ich bin erst 157. Aber ich glaube, das sollte trotzdem machbar sein. Das kriegen wir schon hin. Was muss ich überhaupt als nächstes machen, ja? Töten Sie Gegner mit der Kampfgeist-Technik. Was verstehen wir unter Kampfgeist? Was war das nochmal? Reduzierter Rückstoß und hoher Schadenswiderstand. Kills heilen und verlängern die Wirkdauer. Also quasi wie so ein Adrenalinstoß. Easy. Und das nächste
Ich tue das einfach mal anheften. Haben wir hier noch einen Platz frei? Töten Sie Gegner mit Granaten. Alright. Interesting. Alright, also hier komme ich auf jeden Fall nicht rein. Die Türe da ist zu. Das ist ein Schockel da oben sogar. Naja, also hier geht's nicht rein. Muss irgendwas mit einer Mission oder so zu tun haben. Was ist das für ein Ort, Alter? Unterwasser-Kabelstation. Diese Nebenmission-Dinger sind auch da drin. Oh, hier ist, glaube ich, ein Eingang, oder? Schauen wir mal. Kannst du dich mal wegdrehen? Das ist doch unglaublich. Der was zur Hölle geht hier ab? If she took something from you, I'm sure she had good reason. You have no reason.
Bud did know. If we don't find her, it's your funeral. Shit. We got hostiles around here somewhere. All right, we got possible enemies in the area. So everybody stay alert. Okay. I got signs of enemy activity. Yeah, they're here somewhere. I can feel it. Shit! Enemy contact! Get low! It's quiet. Too quiet. It's not right. What? Enemy contact! My... I'm moving! To hide! Watch yourself. Tja, was geht hier eigentlich ab? Das explodiert doch. Zum Glück nicht. Greetings, stranger. What's Sentinel want with an angry lighthouse keeper? Here's what I know. Thanks, stranger. Ökokrieger. Herausforderung abgeschlossen. Carrie lokalisieren. Carrie ist eine betrunkene Frau, die in Schwierigkeiten mit Sentinel geraten ist. Sie stellt sich schon eine Weile gegen sie, aber jetzt schlagen sie zurück. Ohne Hilfe ist es recht wahrscheinlich, dass sie stirbt. Gonna hurt you. I need help locating this place. You know it? I know where I've seen that before. Awesome. Thanks. Not now. No. Okay. Oh my God. Who are you? Hey, stay away. What the? Oh, damn, ich kann halt von innen auch nicht da rausgehen aus der Tür. Was ist denn das, Alter? Ich weiß nicht, ob das hier Minen sind oder ob das... Das ist, glaube ich, nur Alarm ist es. Ich glaube, dass es nur Alarm ist.
Digga, diese Huren-Scharfschützen. Ich bin der Wichser. Du bist so oben, Junge. Jetzt habe ich die Alte getötet. Die war ganz oben. Ich habe gedacht, das ist ein Scharfschütze. Ich Idiot. Sowas kann auch nur mir passieren. Das ist doch so ein Witz, ist das. Das kannst du dir nicht ausdenken. Hier sind wir. Das ist wieder hier das ganze andere Zeug. Oh, die hockt da oben, Alter. Ich habe erst gedacht, wie gesagt, dass es ein Scharfschütze ist. Ich habe die aber auch halt instant direkt Kopfschuss gegeben. Dass die Alte gleich weg war. Krass, die aber auch die umstellt haben für eine einzige Frau. Wo? Kann man eigentlich so viele Kugeln schlucken? Das ist halt selbst mit Weste total unrealistisch. Die haben sogar nur T-Shirts an und schlucken trotzdem so viel auf dem Oberkörper. Schon ein Witz. Ja, wie komme ich jetzt so hoch? Ah, ich kann. Ach, hier kann ich jetzt einfach öffnen, alles klar. Oh, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, euer Wildgamer YouTube. Ciao.